So, Freunde, Dynasty Case, es geht weiter. Nachdem das letzte Case ja nüchtern betrachtet das schlimmste Case aller Zeiten war, haben wir jetzt wieder was Gutes. Oder? Wie seht ihr das? Müsste doch, oder? Ich bin mal gespannt. Wir haben noch den 11.11. Release Date von Flesh and Blood Dynasty. Ich habe heute die Karten abgeholt. Mache jetzt schon den ganzen Tag auf und stelle ein bisschen ein und verkaufe ein bisschen was und schaue, wie die Preise sich so entwickeln. Das Video hier werde ich wahrscheinlich erst am Samstag oder Sonntag hochladen. Aber es geht hier back to back. Immer noch 11.11. weiter mit dem Öffnen. Ja, das letzte Case. Wie gesagt, das war komplett für den Arsch, das war gar nichts. Aber macht es euch bequem, jetzt wird bestimmt wieder was Gutes kommen. Jetzt haben wir bestimmt wieder einen Hit, der irgendwie alles toppt, was wir bis jetzt gesehen haben. Immerhin ist das alles nur ein Spiel. Und die Wahrscheinlichkeiten, die hier anstehen, die sagen mir, dass alles wieder ausgeglichen wird. Schlechtes Display, zweimal in Folge. No. Das habe ich noch nicht erlebt. So machen wir das nicht. Jetzt kommt wieder ein gutes. Nicht nur normales, sondern ein gutes. Gut heißt, wir werden in diesem Case, also in diesen vier Displays, insgesamt drei Hits haben. Drei Treffer von sehr seltenen und guten Karten. Zu erkennen am Symbol unten in der untersten Leiste. Ne? Also, das hier sind die. Moment, ich mache das erstmal weg hier. Das ist Coilfoil, das ist der erste Hit. Plasma Mainline in Coilfoil. Na, wer sagt's denn? Schönes Ding. Ich lege das mal so hin, dass man es sieht. Cool. So, also. Für alle, die es noch nicht wussten, ich meine, wenn ihr hier zuguckt, wisst ihr, was geht. Ganz unten dieses graue C, das heißt Common. Ganz unten das blaue R heißt Rare, die sind schon seltener. Und hier ganz unten das rote M heißt Majestic, die sind noch seltener. Getoppt wird das Ganze nur von orangenen L für Legendär. Einem lila Dreieck steht für Marvel-Karten. Werden wir vielleicht noch sehen, hatte ich schon einige dabei in den letzten Displays, sowohl legendäre als auch Marvels. Die sind also so selten, dass dann jetzt maximal noch zwei davon kommen sollten. Von legendär und Marvel zusammen. Na, so selten sind die, deshalb sind die auch so begehrt und teuer. Getoppt wird das Ganze nur von einer einzigen Rarity, und zwar der Fabled, die hier drin sein kann. Fabled ist noch seltener. Noch begehrter und die teuerste Karte. Oh, Moment. Das ist im. Oh, das haben wir ja gar nicht gesehen. Foil Majestic. Da muss man auch aufpassen, dass man nicht die Foil zu den Non-Foil tut oder andersrum. Beim Verkauf ist das dann in jedem Fall nicht so cool. Entweder verkauft man was Wertvolles und hat dafür zu wenig gekriegt. Oder man verschickt was nicht so Teures und der Käufer hat mehr bezahlt und es gibt noch mehr Ärger. Jo. Deshalb aufpasse. Gut, von dieser außer der Reihe möchte ich gerne noch mehr haben, und zwar noch zwei Stück. Dann ist das Display gut. Dann bin ich wieder versöhnt mit diesem Spiel, mit Legend Story Studios aus Neuseeland. Das ist jetzt schon das vierte Jahr, in dem es das Spiel gibt. Das ist das achte normale Set, also unabhängig von Starterdecks oder sonstigen Karten, Promos, die sonst noch so rumfliegen. Gut, hier ist nochmal eine Majestic, zwei Rares, das war's. Mir fehlen für meine persönliche Sammlung noch zwei legendäre. Es gibt ja zwei verschiedene Folierungen, also dieses glänzende, glitzernde hier.
Das gibt es einmal so in Rainbow Foil, wo die Karte in verschiedensten Farben reflektiert, oder in Cold Foil, wo nur Gold- und Silbertöne reflektiert werden oder auftauchen, wenn man sie bewegt. Ja, wie auch immer. Hier sieht das jetzt ein bisschen anders aus, weil der Rand an sich so bunt ist. Aber das, was zurückscheint, ist alles Gold. Ja, das ist wirklich alles Gold. Man sieht es jetzt irgendwie gar nicht mit dem Licht, aber gut. Egal, davon ab. Die seltensten Karten, die legendären. Ah, nicht die seltensten. Eine Seltenheitsstufe nochmal drüber. Über den Majestic. Die wir vielleicht gleich öffnen werden, ziehen werden. Davon gibt es sowohl Cold Foil als auch Rainbow Foil. Die Rainbow Foils sind häufiger. Die Cold Foils sind seltener. So, Majestic Rainbow Foil auch wirklich nicht so häufig. Da gibt es im Schnitt 2 pro Display. Das heißt, wir ziehen jetzt wahrscheinlich keins mehr. Dann haben wir noch die Möglichkeit auf ganz außer der Reihe Extended Art oder Cold Foils, die eigentlich gar nicht so da erwartet werden. Wenn wir sowas treffen, sage ich es euch. Hier ist wieder so ein Pack, was komplett zerfressen, zerfetzt war vom Herstellen. Das ist ja nicht komplett, Entschuldigung. Die Ecke. Diese Ecke. Naja. Wird den Karten nichts getan haben, alles gut. Insbesondere sind die seltenen ja nicht ganz außen. Hier die Foil. Oder? Ich gucke nochmal, ob die... Wenn da im Rare-Slot eine Majestic ist, ist die die allerletzte oder ist es die vorletzte? Schauen wir mal. Rare. Rare, rare. Hier konnten wir es noch nicht feststellen. Ne. So. Rare Foil, Rare Foil. Nein, hier auch nicht. Keine Majestic mehr, das ist ungewöhnlich. Dann kommt jetzt eine. Ganz bestimmt. Achtung, fertig. No, da. Das war die letzte. Also ist doch die letzte und ist eigentlich schon gefährdet, dass sie Schaden kriegen würde. So wie hier unten an der Kante. Naja. Das ist so. Das gehört dazu. Hier ist noch eine Rare. Na, das war's. Letzte Booster im Display. Kann man jetzt nicht allzu viel erwarten, weil es war ja schon eine Superkarte da drin. Ich schaue mal eben Plasma Mainline, ob das schon auf Card Market ist. In Cold Foil ist es. Liegt bei momentan 28 Euro günstigster Preis. Ja. Gut, so ein Display kostet über 70 Euro. Dann müssen die anderen Karten halt auch noch einiges reißen. Sieht für mich ehrlich gesagt jetzt nicht so aus, als wären wir da auf den Wert gekommen mit diesen 2 Majestic Foils und mit den paar Majestics. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber es sieht ja schon mal besser aus als im letzten Video. So. Majestic. Rare Foil. Rare. Majestic. Ha. Nicht schlecht. Wir holen auf. Auf dem Majestic Counter. So. Hier ist nämlich nochmal Majestic Foil. Es wird langsam. Celestial Kimono. Das ist Equipment für Illusionist Chest. Einmal nur Zug, wenn diese Karte oder eine Nicht-Token-Permanent-Karte, die man kontrolliert, mit Ward zerstört wird, kriegt man eine Pitch Point Ward 1. Okay, dann kann man wohl immer noch Target Non-Token-Permanent. Huh. Gut, habe ich jetzt nichts im Kopf, wo man das komplett OP-mäßig ausreizen könnte. Aber wir werden sehen, was alles für Kombos kommen. Ich bin sehr gespannt jetzt mit den neuen Karten.
was dann da für Decks gespielt werden, welche Helden stärker werden, welche Helden unbeliebter werden, welche Formate sich überhaupt durchsetzen. Also Spielformate, welche Regelungen zum Deckbau und fürs Spiel dann an sich. Gut. Zeit für was Besonderes, würde ich sagen. Ich kriege nur zwei oder drei insgesamt, also dauert es vielleicht noch ein bisschen. Im Schnitt, wohlgemerkt. Dead Eye habe ich auch nicht so oft gesehen. Nächste Arrow Attack in diesem Zug kriegt drei Schaden dazu. So. Und wenn die Karte einen Aim-Counter hat, kriegt sie, wenn das den Helden trifft, guckt man auf seine Hand und sucht sich eine Karte aus und der discardet die dann, kommt dann in Graveyard. Starkes Ding. Kann man gut spielen, glaube ich. Das kann man sehr gut spielen, glaube ich. Die wird gefragt sein. Jetzt ist die Frage, Deadeye, ich gucke, wie viel die denn so kostet. Regulär, so wie sie da liegt, 2,40 € günstigster Preis. Weiß ich nicht, ob das nicht einer von denen ist, die nochmal langsam hochgehen könnten, sollten. In Rainbow Foil 9 €. Naja, na gut. Wenn jeder Majestic so wäre, dann würde man hier nur Plus machen. So, Leave No Witness. Aber das wollte ich auch nochmal nachgucken. So viel Zeit muss sein. Regulär kostet 6 €. Okay. Das ist der günstigste Preis, zu dem man sie gerade auf Card Market bekommt. In Foil, na, dass wir es mal gehört haben. Vielleicht merke ich mir sowas. 15 €. Oh. Naja. Da ist der Unterschied ein bisschen zu hoch zwischen voll und non-voll. Das wird sich wohl noch angleichen. Mein Tipp wäre, dass die Vollkarte vom Preis runtergeht. Wir haben Release. Die Verkäufer unterbieten sich im Wahnsinnstempo, bis die Käufer sagen: Okay, der Preis ist gut, jetzt steige ich ein. Und dann geht es bei manchen Karten langsam wieder hoch. Manche bleiben da, wo sie sind, manche fallen noch ein bisschen weiter über die nächsten Tage, Wochen, Monate. Hier, das ist eine Call for Rare. Ha, die wirkt schon viel, viel krasser, ne, wegen dem Rand. Entschuldigung, ich habe mich voll vertan. Das ist gar keine Call for. Nicht, dass das hier wieder falsch aufgenommen wird. Ich kann das schon unterscheiden. So, nochmal eine Majestic. Krass, krass, wie die leuchtet. Ich meine, auf dem Handy, auf der Kamera wirkt das jetzt nicht so sehr. In echt, denke ich mir, da ist irgendwie ein Bildschirm an. Handybildschirm, der mich da anleuchtet. So, hier ist nochmal was. Hyperdriver ist zwar nur eine Common, aber auch Call for. Beides Mechanologist mit dem gleichen Rand. Hier ist die Hyperdriver in Rainbow Foil. Da glänzt also nur das Bild in der Mitte. Okay. So, da gucke ich dann auch mal nach. Nur aus Interesse. Hyperdriver. Arcane? Nein, nein, nein. Dynasty. Hyperdriver Red, Hyperdriver Yellow. Ich gucke nach der roten. Rot regulär. Oh ja. 2 Cent. Also quasi nichts. Das Minimum auf Card Market, der minimale Verkaufspreis ist ja 2 Cent, weil 5% Gebühren, aber Minimum 1 Cent. Bedeutet, für 1 Cent kann man nichts anbieten, ansonsten wäre das das Minimum an Gebühren und man würde das ganze Geld, was man bekommen würde, Card Market geben. So, aber jetzt Infos. So, die Call Foil kostet 15 €. Für eine Common ist das ordentlich. Gibt allerdings ziemlich viele, die eingestellt sind, ne? Und wenn morgen, übermorgen die Käufer, die Verkäufer, die schon
früh gelistet haben und bei 50 Euro gestartet sind, das ist natürlich komplett übertrieben, sorry. Wenn die dann sehen, oh je, ich bin maßlos unterboten worden, also keiner möchte die Karte kaufen, also zumindest nicht annähernd zu meinem Preis, 15 statt 50 ist natürlich schon mal eine Ansage, dann werden die unter Umständen einfach den Marktpreis nehmen oder den niedrigsten Preis und den auch nochmal unterbieten. Und das geht so lange, bis die Verkäufer das dann verkauft haben. Immer weiter nach unten. So, das war das zweite Display. Nochmal eine Call Foil. Jetzt, tja, auch nicht so besonders, aber die Majestic Foils und die normalen Majestics. Da wird schon cooles Zeugs bei sein. Ich räume mal eben das hier weg. Moment. Die werden direkt hier in ein Display geschoben, damit ich die später aus den Füßen habe und noch vernünftig sortieren kann. Zu, weg und next. So, das lassen wir uns liegen. Zweite Hälfte des Videos, 16 Minuten sind rum. Ui, durch dieses ganze Gelaber und Preisgesuche bin ich jetzt überdurchschnittlich langsam. Überdurchschnittlich langsam? Ja, überdurchschnittlich langsam. Ich hole mal ein bisschen auf. Mach mal ein bisschen schneller die Dinger hier auf. Es ist ja nicht so schwer, den richtigen. Oh, den richtigen Punkt zu finden, an dem die 5, 3, 4, 5 Commons sich eventuell ändern könnten. Oder sind es die ersten 6, die auf jeden Fall immer Common Non-Foil sind? 6 oder 7. 1, 2, 3, 4, 5. So, hier ist die erste Ninja und die zweite wäre dann was Besonderes. Das gucke ich jetzt mal weiter. Seer Stone, das ist glaube ich auch erst die zweite, die ich in Folge gezogen habe. 1, 2, 3, 4, 5 Klassenkarten. Ah ja, die erste Assassin-Karte kann schon rare sein, zweite Assassin-Karte. Die sind also komplett durcheinander, unabhängig voneinander. Die ersten 5 können aber weg, ungesehen, auf den Common Bulk Stapel. Dann Assassin, dann Assassin die nächste und das kann alles sein. Sorry, so. Okay. Easy. Easy peasy. 1, 2, 3, 4, 5. Dann Assassin. So, so. Weg, weg. Next. So, nichts, auch nichts. Eine Majestic. Tiger Swipe. Combo. Wenn Crouching Tiger die letzte Attack war, die man diese Combat Chain gespielt hat, hat dieser Angriff plus 2 Stärke. Ninja halt, ne? Immer diese Kombos. Eine nach der nächsten. Wenn das trifft, kreiert man X Crouching Tigers in der Benched Zone, wobei X die Nummer von Crouching Tigers ist, die man kontrolliert. Die verdoppelt man dann. Und die kann man diesen Zug noch spielen. Alter, da sind Kombos, da muss man als Anfänger zugucken, wie man überrannt wird und nicht weiß, was geschieht und links, rechts, geradeaus, schon hat man verloren. Ich habe ja in der im deutschen Flash and Blood Discord mal vor, ich weiß gar nicht, Monaten bis einem Jahr mal so ein paar Matches gemacht mit der Webcam, einfach gegen Leute, die einem das nicht nur beibringen, ein bisschen konnte ich schon, aber ich war halt der letzte Noob und wusste nicht, was ich gegen welche Helden machen soll oder welches Deck ich überhaupt spielen wollen würde, bevor ich dann in den Mage-Store gegangen bin zum Draft. Was die Komplettkatastrophe war, weil ich wirklich auch nichts wusste und daraus aber gelernt habe und jetzt schon mehr wüsste, was ich machen muss. Also die Lernkurve war echt steil und was bemerkenswert war, war, dass die alle super freundlich, super hilfsbereit waren. Ich meine, bei so einer normalen, gewürfelten Community, das ist wie bei Star Citizen. Es ist wirklich alles gut. Alle sind positiv drauf. Wenn da mal irgendwo unruhige Stimmung ist, dann wird das sofort nett wieder geregelt. Und das ist wirklich ein Miteinander, ein mit einem helfen, Geduld, Spaß am Spiel an sich. Das kann ich wirklich jedem sehr ans Herz legen. Wenn ihr mit Webcam zocken wollt, also jetzt nicht unbedingt deren Turniere, ne, sondern auch nur um es zu lernen, es gibt immer jemanden, der gern hilft,
auf verschiedensten Erfahrungsleveln. Auch die guten Spieler setzen sich noch mit euch als Anfänger zusammen. Erklären euch das und zeige euch ein paar Tipps und Tricks. Finde ich eine super Sache. Kann ich nur loben und würde ich sogar Werbung für machen. Gut, jetzt mal Werbung in eigener Sache. Da habe ich zwar nichts von, aber wenn wir 100 Abonnenten zusammenkriegen auf diesem Channel, wir sind gerade bei 70, ich habe ja dieses Jahr irgendwann angefangen, freut mich, dass es schon 70 sind, dann werde ich eine Verlosung starten im Livestream auf YouTube mit einem, also ne, mit einem Programm, wo man wirklich, wo ich nicht verarschen kann, weil das ist mir eigentlich ziemlich wichtig, dass man da wirklich sieht, das ist alles transparent. Alle Abonnenten kommen in den Topf und dann ziehe ich ein paar Gewinner und ein paar Preise. Welche Preise das jetzt sind, weiß ich noch nicht. Hopp, Emperor Drakai. Moment. Hatten wir das im vorletzten? Hatten wir die Coil Foil im vorletzten? Das ist jetzt die zweite Coil Foil und drei Rainbow Foils habe ich davon auch noch. Wir sind im 9. Case. Wir sind im 35. Display und ich habe 5 Emperors bekommen. Ein bisschen mehr Freude bitte, ja? Coole Karte. Die wird einen glücklichen Besitzer erreichen. Irgendwann mal. Ich weiß nur nicht, ob man diese Coldfall-Karte für unter 100 Euro verkaufen sollte. Ich schau mal eben rein. Emperor. Das ist ja auch spannend zu sehen, wie sich das wirklich minütlich hier fast ändert. Coldfall 160 Euro. Okay. Das ist noch annehmbar im Vergleich zu allen anderen dieser Preise. Finde ich gut. Freut mich. Ich hatte ja versprochen, wir haben 1, 2, 3 Hits. Das war der dritte. Wir haben sogar noch ein Display. Mit viel Glück, das ist sehr selten, aber haben wir vielleicht noch einen vierten Hit. Einen vierten Treffer. Das ist so ein bisschen... Ah, Spider Spite, die zweite, die ich noch gesucht hatte in Foil. Jetzt ist alles wieder gut. Foil. So. Cool. Der will die Laune noch wieder besser. Gute Laune. Freitagabend. 11.11. Ja, Karneval saufen. Manche schmieren jetzt voll ab. Ich sitze hier und pack irgendwelche bedruckten Papierkärtchen aus. Ja, muss man selber entscheiden, was einem mehr liegt. Ich meine, da ihr ja hier zuguckt, tendiert wahrscheinlich mehr zu Cases öffnen, insbesondere wenn man den Emperor in Cold Foil ziehen kann. Ja, wir haben ja noch ein Display für jetzt. Auf geht's! Auf geht's zu neuen... Wie war das nochmal bei Star Trek? Auf zu neuen Welten? Nee. Abenteuern? Nee, das hört sich auch immer Star Trek an. Auf in neue Gefilde, das ist viel zu... Nein, das ist hochgestochen, das ist alles Quatsch. Star Trek. Auf in neue... Scheiß, ich weiß es nicht mehr. Was? Was passiert? Was passiert hier? Der vierte Hit im Case. Das ist auch eine Rainbow Foil Suraya. Cool. Kann man mal machen. Sehr schön. Und wie gesagt, wir haben ausgeglichen. Es ist vom Wert jetzt nicht die verrückteste Karte. Aber es wurde ausgeglichen. Das schlechte Case vom letzten Video. Ja, guckt euch das mal an. Muss ich dem mehr zu sagen? Das ist doch schön, sowas zu öffnen und sowas zu sehen. Diese vier Karten sind super selten. Deshalb sind sie auch etwas teurer. Ich gehe davon aus, dass auch bei den Majestic Foils viele dabei sind. Vielleicht sogar das Equipment, was total selten ist. Ich guck mal nach. So viel Zeit muss sein. Währenddessen öffne ich hier schon mal. Kimono regulär liegt bei 5 Euro. Die normale Majestic. Es ist ein Equipment, deshalb ist es schon teuer. Rock. Cool. Und diese Karte in Rainbow Foil, so wie sie hier ist, kostet 12 Euro.
Und die Karte als Marvel kostet 75 Euro. So sieht's aus. Und da in ganz Europa bis jetzt auch von dieser Marvel nur 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Stück auf Card Market angeboten werden, ist es meines Erachtens nach eine sehr, sehr seltene Karte. Die hier zum Beispiel ist, glaube ich, auch wenn es eine Cold Foil Legendary ist, seltener. Hier die erste Extended Art Majestic. So, da haben wir lange drauf gewartet. Schauen wir direkt mal rein. Looming Doom. Extended Art Rainbow Foil. 59 Euro die günstigste. Man sieht es gar nicht hier so mit dem Licht, ne? Das ist auch so ein Beispiel. Die normale, reguläre kostet 6,50 Euro, was schon viel ist für die Majestic. Die Rainbow Foil kostet 10, was in Relation angepasst ist, aber 59 hierfür. Davon sind wie viele inseriert? 2, 4, 6, 8, 10. 10 Stück Looming Doom Extended Art Rainbow Foil. Ja, cool. Was soll ich sagen? Habe ich jetzt erstmal wieder Glück gehabt. Die legen wir auch noch hier irgendwo hin. Und jetzt wird es schon schwer, mit meinem Setup und meinem Platz hier noch was zu finden, wo man die noch sehen kann. Wow. Das waren die meisten Hits bis jetzt von allen Cases. Das hat sich finanziell wohl auch gelohnt. Immer wollt ihr mich verarschen. Ist das euer Ernst? Der Emperor, der war doch am letzten Display, ne? Und nicht in diesem, weil ansonsten würde ich... Das war in diesem Display ganz am Anfang. Nee, überhaupt nicht. Oh Gott, ich komme schon komplett durcheinander. Gut, wir nehmen es zur Kenntnis. Wir haben noch einen Emperor im Case. Einmal Cold Foil, einmal Rainbow Foil. Jetzt habe ich aber keinen Platz mehr. Ist das verrückt. Machen wir mal hier hin. Dann legen wir die hier drauf. Hoffentlich fällt das nicht darunter. Oh je, ich sehe es schon. Ganz vorsichtig weiter. 27 Minuten für drei Displays, das war extra lang. Aber jetzt mal ehrlich. Das war ja wohl mit Abstand, das allerbeste Case von den Hits. Ich meine, die Marvel Suraya, das war eine ganz eigene Story da. Aber, uff. Ein Call for 12 Legendary, eine Cold Foil und zwei Rainbow Foil Legendaries plus die Extended Art Majestic plus zwei Cold Foils, wobei eine Majestic, also Freunde, das hier ist wirklich der Ausgleich fürs beschissene letzte Video. Es ist wie es ist. Freut mich. Ihr euch hoffentlich auch. Majestic Foil, nehmen wir noch einer drauf. Das ist wohl sehr selten, das mit anzusehen. Als ich den Livestream gesehen habe von den World Championships oder dann in der Pause zwischendurch, danach, ich weiß es nicht mehr. Die haben halt während dem Event schön geöffnet und den Emperor gezogen, in Rainbow Foil auch nur. Komplett ausgerastet. Komplett ausgerastet. Die ganze Halle, wow. Ja, scheint wohl doch nicht so begehrt zu sein oder so selten. Ich kann es ohnehin nicht beeinflussen. Hier ist Looming Doom. Die normale würde dann, was haben wir gesagt, 6,50 Euro kosten. Cool, also wie gesagt, da sind schon noch Perlen mit dabei. Die Frage ist klar, wie lange bleiben die Preise so hoch, relativ hoch für diese Stufe und wie lange bleiben sie so niedrig für diese Stufe oder werden die noch weiter unterboten? Ich weiß es nicht, ist auch egal. Noch eine Cold Foil, als hätten wir nicht schon genug. So. Langsam Rücken, Freunde, weil ich die ganze Zeit vorgelehnt bin. Das hatte ich schon einmal bei längeren Case Openings, wo ich auch drei hintereinander geöffnet hatte. Aber drei hintereinander ist ja gar nichts. Das hier ist die neunte Case. Das neunte Case, welches ich in Folge hintereinander mit kurzen Unterbrechungen, um Bestellungen fertig zu machen, öffne. Es kommen jetzt noch zwei und die ziehe ich auch noch durch. Das versteht sich von selbst.
Ich muss dann ja auch langsam mal Ordnung hier reinkriegen in meinen Kladderadatsch. Gucken, wie viel habe ich von welcher Karte und dann tatsächlich anhand der realistischen Anzahl, die auf dem Tisch liegt, einschätzen, also nicht einschätzen, sondern einstellen. Dann habe ich halt nicht die Preise der ersten Stunde, sondern eher die Preise nach einem Tag, was aber vielleicht auch ein Vorteil ist, weil dann sind es schon realistischere Preise, wofür ich auch manchmal was verkaufen würde und nicht einfach nur inseriere und unterboten werde permanent. Hat alles Vor- und Nachteile. Ich war diesmal echt gespannt, wie das überhaupt, wie sich die Preise entwickeln, was, wie viel wert ist. Nach so vielen Cases kriegt man jetzt ein Gefühl, was drin ist. Ist auch erstaunlich, dass mir immer noch Legendäre fehlen. Also ich nenne es mal nicht Clumping, aber so oft zum Beispiel fünfmal den Emperor zu kriegen und andere Legendäre gar nicht, ist meines Erachtens nach schon bemerkenswert, erwähnenswert. Soraya habe ich auch mehrfach. Die Crown habe ich mehrfach. Drei, viermal. Dreimal. Ja. Wir könnten mal natürlich tauschen. Ne? Ich könnte natürlich jetzt die verkaufen und mir eine andere legendäre nachholen, die mir noch fehlt. Dann habe ich die für meine Sammlung. Wobei ich tendenziell mal wieder das Gefühl habe, wie es normal auch immer so ist, dass die allermeisten Karten im Preis noch sinken. Also, dass wir momentan noch mehr Verkäufer haben als Käufer. Und dann würde ich persönlich auch erstmal noch eine Woche warten, bis ich die anderen Legendären hole. Und das auch davon abhängig machen, wie viel Geld ist denn jetzt erstmal wieder reingekommen. Durch meine Kartenverkäufe von Dynasty. Na? So. Im Schnitt, vor allem jetzt mit der Euphorie dieses Cases hier, bin ich sehr zufrieden mit, also was da alles los ist. Was es für verschiedene Sonderkarten gibt. Ne? Das ist ja nicht nur normale Common, normale Rare, normale Majestic. Voll Common, Voll Rare, Voll Majestic. Und dann halt noch Legendäre. Nee, auch noch Extended Art zusätzlich. Und die Call Foils in verschiedenen Common, Rare, Majestic Zuständen. Marvel war jetzt hier nicht dabei, aber man will es ja auch nicht übertreiben. Fabled wäre auch noch irgendwo vielleicht versteckt. Also es ist krass, wie viele Seiten man noch so Sondersachen entdecken kann. Ich hatte noch keine Extended Art. Crazy. Majestic Cold Foil ist super selten. Ist schön, gefällt mir alles. Ist gut gemacht. Das hat es jetzt gut ausgeglichen. Dann haben wir noch zwei vor uns. Mache ich mich sofort ran, wann auch immer ihr die seht. Wir hören uns dann. Tschüss.